Kahibi fordert dich heraus. Ja gut, Panzeron, Stahlflug. Wäre natürlich eigentlich ein Feuer-Pokémon am besten. Nee, gar nicht wahr. Unser Ladungsstoß geht auch. Stachler, okay. Ist jetzt nicht so eine gute Attacke. Beziehungsweise für unser restliches Team ist es scheiße. Jetzt für den Anfang ist es gut. Denn wir können sie so gut wie ausnoggen. Mit Patze. Sollte Patze natürlich überleben. Es ist paralysiert und kann nicht angreifen. Dann nehmen wir jetzt eine Top-Genesung. Ja, nee, ist klar. Dankeschön. Aber damit hat sie eine Top-Genesung schon verschwendet. Wenn sie jetzt auch nur zwei hier einsetzt, wie Lola gerade. Lola rennt. Dann sollten wir in der nächsten Turn vielleicht noch eine sehen. Stachler, ey, du hast gerade schon Stachler benutzt. Wieso benutzt du jetzt nochmal Stachler? Das verstehe ich nicht, aber gut. Muss man vielleicht auch nicht verstehen. Er überlebte immer noch mit einem KP oder zwei oder drei oder wie auch immer. Aber dadurch, dass sie jetzt einen Stachler einsetzt, wenn sie jetzt keine Top-Genesung einsetzt, dann wird auf jeden Fall dieser Elektroball jetzt der Untergang für Panzeron sein. Panzeron wurde besiegt. 1800 für Patze. Choreogel. Das ist, ja, weiterkämpfen auf jeden Fall. Choreogel. Die Feuerversion, ne? Also sozusagen das Feuerflug-Pokémon. Wegtanz. Ganz schön effektiv. Aber unser Ladungsstoß genauso. Ach, das wollte ich gar nicht. Patze. Ich sag dir jetzt eins. Ich muss dich heilen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass du eventuell die nächste Runde sie wegklatschen kannst mit ihrem Choreogel. Ich brauche Patze für diese. Für diesen Kampf. Eine Top-Genesung. Das ist die zweite. Das heißt, sie hat keine mehr danach. Das heißt, ich werde es jetzt mal mit einem Donnerblitz versuchen. Einmal kurz auf die Attackeninfo. 90. 90. Nichts. 80. Ja, okay. 75. Dann versuchen wir mal den Donnerblitz. Wegtanz. Den Wegtanz werden wir, wird uns wieder sehr schaden. Aber der Donnerblitz geht auf jeden Fall durch. Und das ist das Wichtigste. Und Choreogel. Ah, so knapp, so knapp, so knapp. Elektroball hinterher. Komm, Patze. Der Wegtanz. Okay, das war's für Patze. Shit. Das war's in jedem Fall schon mal für Patze. Aber Patze werden wir gleich wieder beleben. Wir holen mal Sammy rein. Denn Sammy ist genauso effektiv. Das ist wiederum sehr gut. Die Frage ist nur, wie lange hält Sammy das aus? Wurde natürlich jetzt schon von Stachler getroffen. Das ist nämlich das Schlechte daran. Wir versuchen es mit einem Felsgrab. Down rein. Okay, das heißt, sie heilt sich jetzt? Nee, gar nicht wahr. Ach nee, sie senkt nur unseren Angriff. Okay. Macht aber nichts, denn das Felsgrab hat auf jeden Fall schon mal das Choreogel besiegt. 2000 Erfahrung für Sammy. Kryphidilis? Was ist das denn? Ach so, das. Entschuldigung, das ist die Weiterentwicklung von Skalyk. Ich habe ganz vergessen, dass es Kryphidilis heißt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber es ist, glaube ich, aus der 5. Generation. Da war ich sowieso nicht mehr so voll dabei. Die 4. war die letzte, wo ich richtig voll dabei war. Felsgrab. Auch wenn wir verwirrt sind mit Sammy und es sich jetzt vor Verwirrung leider selbst verletzt. Skalyk ist nicht sehr effektiv gegen Sammy, hoffe ich. Ach, Skalyk, Gryphidilis. Selbst der Sturzflug, es ist nicht sehr effektiv. Und sie erleidet Rückstoßschaden. Steinkante, Sammy, los. Selbst wenn du jetzt verwirrt bist. Ist verwirrt, setzt Steinkante ein. Und sie geht durch. Auf Wiedersehen, Gryphidelis.
2000 Erfahrungspunkte. Ah, fast ein Level-Up für Sammy. Silvaro erreicht Level 54. Das ist perfekt. Tukanon. Ah, ein Mega sozusagen. Ihre letzte Bastion, wa? Steinkante. Sammy. Oh. Ah, okay. Wir greifen ja nicht. Das Gute ist, wir greifen jetzt nicht. Sammy ist verwirrt. Nein, verdammt. Okay. Was die Verwirrung selbst verletzt. Die Schnabelkanone kommt durch. Damit ist Sammy auf jeden Fall jetzt tot. Ah, das ist doof. Wir können aber jetzt einen Beleber einsetzen eigentlich. Wir könnten natürlich jetzt auch Feuer mit Feuer bekämpfen, ne? Sprich, auch einen Tukanon einsetzen. Aber wir holen jetzt ihn rein, unseren Fuegro. Und, verdammt, eigentlich wollte ich jetzt gleich auch schon schlafen gehen. Ich muss gleich einen Cut setzen. Ah, Mann. Ich kann aber jetzt schlecht im Top-4-Kampf einen Cut setzen. Ich nehme normalen Beleber, ne? Davon haben wir Gott sei Dank noch 45. Patz hat sich erstmal wieder erholt. Oh, eine Z-Kraft bei Tukanon. Finaler Steilflug. Ist das nicht sogar das, was uns noch fehlt? Der Kristall vom Flug? Wenn das nicht effektiv war, dann weiß ich auch nicht. Ja, dieser schöne Stachler. Wir versuchen uns jetzt mal mit dem Hypertrank kurz über Wasser zu halten. Wieso darf die sofort die Schnabelkanone einsetzen? Das ist voll unfair. Donnerblitz. Wehe, sie darf jetzt wieder die Schnabelkanone sofort einsetzen. Dann raste ich aber auch so. Ah, es war sehr effektiv, aber leider nicht für den Tod gereicht. Okay. Mega. Wie so oft angesprochen, unsere letzte Bastion. Ein Tukanon versus Tukanon. Ich setze jetzt aber den Zertrümmerer mal ein. Problem ist nur, Mega könnte dadurch Feuerschaden jetzt bekommen. Bekommt er aber nicht, das ist gut. Doch, bekommt er wohl. Verdammt, das ist schlecht. Schnabelkanone. Was? Dein Ernst? Stirb. Boah, die setzt ja nur Schnabelkanone ein. Ich meine, so geil die Schnabelkanone auch ist, aber... Tukanon wird jetzt auf jeden Fall besiegt. Boah. Harter Kampf hier. An jeder Ecke. Egal gegen wen. Zero erreicht Level 51. Und Mega... Die Verbrennungen schaden ihm. X-Bad. Weiterkämpfen. Ah, ich will den Toppeleber eigentlich nicht verwenden. Aber es wäre angebracht. Ich nehme normalen. Gegen X-Bad hat Patzer auf jeden Fall eine Chance. Auf jeden Fall. Der Luftschnitt wird Mega natürlich jetzt umbringen. Und wenn nicht der Luftschnitt, dann auf jeden Fall die Verbrennung. Weil ich nicht dran gedacht hätte, dass... oder... Weil ich nicht dran geglaubt habe, dass wir jetzt davon Feuerschaden bekommen. Ah, dieser Stachler, ne? Der setzt mir auch nochmal extrem zu. Am Anfang natürlich sehr belächelt, aber jetzt... Giftzahn. Ah, nein! Zero. Oh Mann.
Irgendeiner musste doch jetzt mal das hier beenden und ihm ein Ende setzen oder ihr ein Ende setzen. Das ist das letzte Pokémon von ihr, Blizzard. Bitte, geh bitte durch. Der Blizzard muss durchgehen. Der Blizzard muss sowas von durchgehen. Jawohl, der geht durch. Boah, es ist zwar sehr effektiv, aber nur so wenig abgezogen. Superschall, okay. Superschall verwirrt uns. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Sie macht keinen direkten Schaden, aber er kann uns über kurz oder lang auch noch ganz schön zusetzen. Aber jetzt kommen erstmal unsere Eissperre. Der erste. Bitte lass es mit 3 Treffern oder so sein. Nein, nur 2-mal getroffen. Oh Mann, das ist nicht dein Ernst. Nur 2-mal getroffen, hier unsere Eissperre. Der nächste Luftschnitt. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind zwar verwirrt, aber wir haben uns auch verletzt. Ah, verdammt. Gut. Gut, 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 gut. Ich riskier's. Ich riskier's. Luftschnitt. Ja, okay, das war's. Verdammt, hätte ich doch mal lieber einen Trank genommen. Ach, Mist. Nur noch Silvaro übrig. Die Attacken, die es hat, sind nicht mehr so effektiv. Selbst wenn ich jetzt... Naja. Silvaro wurde natürlich auch durch Stachler verletzt. Schattenfessel, komm. Superschall. Werte die Attacke ab. Danke, Silvaro. Und das war's, X-Bad. Damit haben wir den zweiten besiegt. Ich wollte sagen, boah, dieser kurze Moment, wo der Balken einen nach hinten geht und dann erstmal kurz stehen bleibt und dann erst wieder weitergeht. Da denkt man immer so, ja, wir haben es nicht geschafft. Weißt du, dass wir noch eine Attacke einsetzen müssen. So, erstmal jetzt hier das Feld wieder ein bisschen bürsten. Dafür, dass es gewonnen hat. Oh Gott, das ist der zweite von Top. Zwei von 4 haben wir jetzt. 2 von 4. Jetzt müssen wir nur noch gegen Hala und gegen Myla kämpfen. Bevor wir das natürlich tun. Mit dir wird ein ganz frischer Wind durch Alola. Ich war ja erst skeptisch, ob Professor Kukui das mit der Pokémon-Liga hinbekommt, aber jetzt bin ich froh, dass ich seiner Einladung gefolgt bin. Okay, danke. Also ich meine wirklich so, ist ganz schön anstrengend. Jetzt müssen wir erstmal das ganze Team beleben. Den nächsten Top-Beleber werde ich auf jeden Fall einsetzen, wenn es knapp wird. Aber wir haben ja noch genug dabei eigentlich an Heilern und Hypertränken und so. Wie viele Hypertränke haben wir? 43 noch. Ich glaube, das können wir schaffen. Na komm, alle einmal heilen. Noch 3 Stück zu heilen. Einmal, zweimal, dreimal. So, jetzt haben wir das ganze Team geheilt. Und jetzt haben wir 22.000 Pokédollar erstmal wieder im Inventar. Wir speichern jetzt definitiv. Jetzt ist natürlich die Frage, die Uhrzeit ist schon auf 23 Uhr fortgeschritten. Mache ich jetzt noch einen oder mache ich jetzt noch alle beide? Oder mache ich jetzt gar keinen mehr? Komm. Ich will auf jeden Fall Hala jetzt hier weghauen. Und zwar mit Mega. Weil Mega hat ja Flugattacken und ich glaube dann, gespeichert hatten wir, ne? Okay. Wir hauen jetzt Hala mit Mega weg. Und dann versuchen wir mit Silvaro Myla noch zu besiegen. Wenn. Aber auch nur, wenn wir Hala besiegt bekommen überhaupt. Ich gehe ja mal davon nicht aus. Ich gehe davon aus, dass Hala echt total schwer sein wird jetzt. Aber die Pokémon-Liga gefällt mir jetzt schon. Sie ist sehr knackig. Oder generell, das ganze Spiel ist sehr knackig.
Gott sei Dank. Zwei haben wir schon mal. Fehlen nur noch zwei. Das wäre hier nochmal Kampf Nummer 3. Frage ist nur, schaffen wir es, ne? Mega. Boah, Schnabel, aber sofort. Ich mache jetzt keine halben Sachen. Der Mogelhieb, der könnte... Ja, nee, ja, ja, doch. Der könnte uns zurückschrecken lassen. Aber der Borschnabel kommt durch. Hariyama wurde direkt besiegt. Da bin ich erleichtert, dass der erste schon mal weg ist. Sammy reicht Level 50. Genau, Krawel kommt jetzt. Das ist ja auch die Weiterentwicklung von Krabox. Nee, komm, wir versuchen es mit dem Borschnabel erstmal, weil die Schnabelkanone... Ja, ich mache lieber zweimal jetzt einen Borschnabel. Eieiei, dieser Hammerarm, ne, dieser... Das ist so ätzend. Okay. Unser kleiner Zero, der ist auch sehr effektiv. Dank Zero haben wir hier schon den ersten Fuß fassen können. Das ist ja das Gute. Und jetzt bin ich zuversichtlich, dass wir es schaffen. Dank Zero. So, Rasaf kommt als nächstes. Der ist noch richtig hart. Der war richtig hart vorhin. Jetzt ist es nur noch effektiv. Okay. Rasaf ist, glaube ich, Reinkampf, ne? Also ein reines Kampf-Pokémon, nicht sehr effektiv, effektiv, sehr effektiv, sehr effektiv. Okay, so im Zweifel können wir noch als nächstes Silvaro erstmal austesten, bevor wir Mega wiederbeleben. Ich nehme den Eisenschädel. Komm. Kreuzhieb. Das tut weh. Okay, Silvaro. Schnabel wird sicherlich nicht viel abziehen. Aber das Gute ist, die beiden sind schon mal auf demselben Level. Wutanfall. Mal was anderes. Ja, das dachte ich mir. Genau das dachte ich mir. Na, wer darf als erstes? Er mit seinem Wutanfall. Das heißt, die Z-Attacke war... Wenn sie jetzt nicht ausgelöst ist... Das ist jetzt mal eine gute Frage. Wenn sie jetzt nicht ausgelöst wurde, kann ich sie trotzdem noch bei zum Beispiel Fuigro... oder Fuego oder wie auch immer. Kann ich die jetzt trotzdem nochmal einsetzen? Nein! Doch. Doch, kann ich wohl. Ich versuch's einfach. Ich versuch's einfach. Mehr als daneben gehen kann's ja nicht. Okay, jetzt ist auf jeden Fall Rasa verwirrt. Und jetzt kommt unsere dynamische Maxi-Flamme auf Basis des Flammenwurfs. Ist nur effektiv, nicht sehr effektiv, aber ein Versuch ist es wert. Ein Versuch ist es definitiv wert. Ich meine, Mega holen wir jetzt gleich mit dem Top-Belieber dann am besten wieder. Oh ja, die dynamische Maxi-Flamme hat auf jeden Fall Rasaf jetzt... den letzten Nerv gekostet und Rasaf besiegt. Kosturso. Oh nein, nicht dieses Bärchenviech. Oh, es hat gegen Samantha ja schon so viel ausgehalten. Ich probiere es mit dem Flammenwurf. Der erste Flammenwurf kommt direkt durch. Das ist super effektiv. Hammerarm. Oh. Ah, dieser Hammerarm, ne? Dieser, der macht einen fertig. Der macht einen fertig. Okay, jetzt habe ich nur noch Patze. Ich schicke lieber Patze erstmal rein. Weil Patze könnte auf jeden Fall jetzt mit einem Elektroball Torso weghauen. Weil der Elektroball ist effektiv. Jawohl, wir haben Glück. Wir haben Glück. Wir haben echt Glück gerade. Und jetzt haben wir nur noch ein Quappo. Alter, Patze. Wenn du jetzt versagst gegen Quappo, ja, er ist Wasserkampf. Und du bist sehr effektiv gegen ihn. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jawohl, sehr effektiv. Kaskade. Kaskade wird wahrscheinlich nicht so effektiv sein gegen Patze. Oh mein Gott. Das war doch sehr effektiv.
Verdammte Scheiße. 14. Komm, der Donnerblitz muss aber durchgehen. Hyperheiler. Ja gut, okay, das interessiert mich ein Shit auf gut Deutsch. Ob er jetzt paralysiert ist oder nicht. Es geht nur um die KP und wir haben Hala besiegt. 3 von 4. 3 von den 4 Top 4. Gott sei Dank, wir haben Hala besiegt. Oh Mann. Ich konnte mir einen guten Eindruck davon verschaffen, wie stark dich deine Inselwanderschaft gemacht hat. Oh Mann. Hala besiegt. Lola besiegt. Die andere komische Flug-Pokémon-Tussi besiegt. Ein etwas Revolutionäreres kann nur entstehen, wenn man das Neue mit dem Alten vereint. Und in unserem Kampf eben, Jung und Alt gegen Alt, da spürte ich förmlich die Revolution. Oh Gott sei Dank. Nur noch ein Trainer liegt vor uns. Der wird keinen Zucker schlecken, denke ich. Das Gute ist, unsere Pokémon haben dabei ein paar Level gewonnen. Achso, ne, Patze brauchen wir nicht wiederbeleben, aber hier, mega. So, erstmal wird das ganze Team aufpäppeln. Ohne die Hyperheiler und das hätten wir jetzt einfach keine Chance, keine Schnitte gegen die Top 4 gehabt. Habt ihr ja selbst gesehen, wie oft wir wahrscheinlich sonst verreckt wären. Ohne Beleber, ohne Top-Trank, ohne Top-Beleber, ohne Top-Genesung, ohne Hypertränke. Einfach nicht machbar, würde ich sagen. Ich hoffe nur, wir müssen nicht gegen einen, in Anführungsstrichen, Champ kämpfen. Und damit nicht gegen Kukui oder so. Aber es deutet schon alles so darauf hin, ne? Na dann, auf geht's gegen Myla. Gestein-Pokémon. Vorher. Steins-Pokémon können wir mit Silvaro hoffentlich alle besiegen. Hoffentlich.